Tanne, 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 Bitch. Einige von euch haben ja mitbekommen, letztes Jahr, war das zur selben Zeit wie jetzt ungefähr? Kann sein, ne? Dass wir da Little Nightmare gespielt haben. Auch die Dings, die, wie nennt sich das nochmal? Die DLCs. Jetzt, also im Februar ist es ja soweit, dass Little Nightmare 2 rauskommt. Da habe ich mir auch die Collector Edition schon vorab bestellt. Und jetzt können wir schon zusammen eine Demo-Version spielen. Und das möchte ich natürlich mit euch zusammenspielen, damit ihr mir wieder zuschauen könnt, wie ich ängstlich werde bis zum geht nicht mehr. Okay, Little Nightmare ist so süß. Ja, Pickle, das ist voll knuffig. Wir spielen ein kleines Mädchen, was zwischen ganz gruseligen Menschen umherläuft. Ich habe Angst. Gehe ich mal oben links in die Ecke. Und ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Tarsier Studios. Unreal Engine. Powered by... Little Nightmare 2. Ich mache ein bisschen Licht aus hier. Gruseltanne ist incoming, ja. So, ich spiele mit Controller. Das wurde mir auch vorgeschlagen bei diesem Spiel. Ich werde nochmal kurz in die Einstellungen. Ich glaube, der Sound ist doch leiser, als ich gedacht habe. Ich mache ihn mal ein bisschen lauter. Boah, ist das gruselig. Gut, dann fangen wir mal an mit Little Nightmares 2, die Demo. Herzlich willkommen. Ich freue mich. Und gleichzeitig habe ich Angst. Weil das komplette Spiel kommt ja jetzt erst nächstes Jahr raus. Im Februar, glaube ich. Und ja, ich bin gespannt. Los geht's. Sieht aber sehr einladend aus, ja. So, wie ihr seht, spielen wir nicht unsere kleine Six, sondern ein kleines Kind mit olivfarbenen Trenchcoat und ist das eine Papiertüte? Ich glaube schon, Papiertüte auf dem Kopf. Kann ich irgendwie wieder rennen? Oh, so kann ich leise schleichen. Nee. Hi. Das war ich. Ich habe jetzt auf Y gedrückt und hört mal. Hi. Prost, Arcade. Okay, rennen kann ich noch nicht. Okay, hier ist eine Alpha-Wand. Okay. Was ist das hier? Guck mal, was ich gefunden habe. Also ich habe wirklich das Spiel noch nicht gesehen. Ich habe das gerade schon im Gras gesehen. Kann ich darauf gehen? Einfach so aus Spaß? Okay. Ach, lustig. Ich habe jetzt schon Angst. Ich habe so viel Trailers von diesem... Guck mal, wie weit ich nach hinten laufen kann. Das ist ja gruselig. Ich habe so viele Trailers davon immer schon gesehen. Und es ist übelst gruselig. Es ist, glaube ich, noch gruseliger als Little Nightmares 1. Ja, es ist krass, oder? Ich habe das dumpfe Gefühl. Ich habe das große dumpfe Gefühl, dass wir das mitnehmen müssen. Ich glaube, ich nehme das mal mit. Ich nehme das einfach mal mit, weil ich glaube, ja. Wie lange haben sie gebraucht, jetzt das Spiel zu entwickeln? Ich weiß nicht, ihr seid ja immer so schön klug.
Ich habe jetzt schon. Wisst ihr noch, letztes Mal, als ich das gespielt habe, hätte das Spiel ja fast aufgegeben. Okay. Kann ich damit springen? Nee, ich kann es rüberwerfen. Ah, jetzt habe ich es natürlich da unten. Okay. Bah, ich möchte meinen Würfel wieder haben. Dankeschön. Bah. Was? Na super, ich hatte irgendwie gehofft, ihr verarscht mich mit dem, das ist gruselig. Das ist ja nichts für Carina zeichnen. Auch Carina! So ein Springen A drücken. Ja, ich weiß. Okay. Komm mal, ist er lieb vom Onkel. Du hast gereimt? Ja, so. Ich hab Angst. Erste Ankündigung war Gamescom 2019. Ah, das geht ja noch. LT zum Ducken. Okay. Dann mal los, ne? Oh mein Gott. Aber jetzt können wir unseren Protagonisten noch mal schön angucken hier. Ist der knuffig. Ich versuche es. Vielleicht geht es ja. Manche Sachen gegen Walking Dead kann ich zum Beispiel auch gut gucken. Okay. Ja, ich bin gespannt. Also wenn, ihr müsst auch sagen, ist der Ton in Ordnung? Das müsst ihr mir alles sagen. Ne? Wenn ihr nichts hört vom Spiel, ist natürlich doof. Ich höre jetzt halt auch nur ein bisschen Wind jetzt, ne, gerade. Da hängt was. Da hängt was. Hier liegt schon wieder Schuh. Was hat das Spiel immer mit den Schuhen? Oh, Könnte im Stream zwar etwas komisch aussehen, aber hey, öfter mal was Neues. Ja, was? Was hat das Spiel immer mit diesen Schuhen? Und ich habe irgendwie Angst daran vorbeizugehen. Bah. Also grafisch 1A, ne? 1A. Ich hoffe nur nicht, dass die Oma wiederkommt. Oder der Opa. Wir machen die Arme und Beine mehr Sorgen als der Schuh, ja. Ach ja. Stimmt, Emma, Emerald. Das stimmt. Limbo habe ich irgendwie auch noch auf meiner Wunschliste. Das können wir gerne auch noch mal zusammenspielen. Das erinnert mich auch ein bisschen an Limbo. Boah, habt ihr gesehen, mein Schatten? Wie geil das aussah. Ich werde schon wieder fliegen. Wenn Fliegen hinter Fliegen, 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 diese Fliegen fliegen. Oder wie geht das Lied? Ich kenne das Lied nicht. Ich habe gerade nicht hingeschaut. Oh mein. Ich laufe da doch nicht drüber. Ich bin noch nicht ganz dicht. Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon. So. Schieb. Das
das schon mal kurz. Gut, oben hängt auch ein Seil. Ich muss euch, ihr müsst mich daran erinnern, ich muss euch nach dem Spiel meine Figur von der Gamescom zeigen. Das war auch so die Ankündigung. Die Ankündigung für das Little Nightmares 2 Spiel. Das muss ich euch gleich mal zeigen. Hab mir vor einem Jahr ungefähr ein richtig geiles Gruselspiel bei YouTube gesehen. Ich nicht lesen können, YouTube gesehen. Ich komme einfach nicht mehr drauf den Namen. Ja, du findest mich, überleg mal. Felber, schön, dass du da bist. Willkommen. Wir spielen gerade Little Nightmare 2, die Demo. Ja, das spielen wir gerade. Und wenn ich bedenke, dass ich damit wieder ein großes Spiel... Also das Hauptspiel werde ich ja auch spielen und ich habe jetzt schon Angst. Vielleicht lade ich dieses Video, also den Stream, auch auf YouTube hoch. Vielleicht. Wenn ich es schaffe, ich muss immer dran denken. Ich bin immer so ein kleiner... Ich bin manchmal immer so ein bisschen schusselig. So Schweinehund und so. Oh. X-Renn! Okay, jetzt wissen wir es wieder. Mit X rennen. Okay, rennen, Schnucki, rennen. Oh, Alter! Blöder Baum. Puh. Ich kann, ja moin, sehr cool, schön, dass du da bist. Ich kann gar nicht genau sagen, wie bin quasi kurz vor Ende vom Stream reingekommen. War aber von der Aufmachung her richtig geil. Ach so, aber muss rausfinden, wie das Spiel heißt. Akadi, ich locke hier heute nur. Bin zu abgef... Nerv dich gerade. Ja, dann genieß den Abend bei diesem entspannten Gruselspiel. So. Können wir den mitnehmen? Bestimmt, ne? Nee. Ich kann den Stein nicht mitnehmen. Okay, mit X rennen wir. Okay. Boah, Alter, ich feier diese Optik, ne? Okay, kommen wir nicht hoch. Kann ich irgendwas mit dem Ast machen? Das sieht so verdächtig aus. Nein. Der Baum wollte doch nur spielen. Okay. Dann weiß ich nächstes Mal Bescheid. Ah, okay. Seht mal. Also die Grafik ist ja unglaublich. Ist das toll. Noch finde ich es toll. Guten Abend. Sargonsaya, schön, dass du da bist. Wir spielen heute Little Nightmares 2, die Demo. Jetzt geht's wieder los mit Laufen, Springen, Greifen und Loslassen. Mensch. Ein verdächtiger Ast. Lost Ast. Los Ast. Gehen Sie. Oh, ich höre schon wieder irgendwie Fliegen. Oh, nee. Und Kurbeln. Kurbeln sind ja auch immer ein sehr gutes Zeichen. Geil. Ich bin viel zu ungeschickt für solche Spiele. Das sag und sah, ja. Ja, das bin ich eigentlich auch. Aber irgendwie kriegt man das dann doch hin. Weil man muss ja dadurch. Hui! Ich mag die Musik nicht. Nein. Oh, ich bin tot. Gut. Das Geduld bei mir fliegt die Tastatur. Was? Nein! Bei dir darf die Tastatur nicht fliegen. Man spielt sowas am besten mit Controller. Och, guck mal, wie süß er da hockt. Schaut mal, wie der da hockt. Weil ich bin ja gerade gestorben. Och Gott. Okay. Plupp. Kann ich hier irgendwie so runter mich klettern?
Die Musik macht mir ein bisschen Angst. Ich trinke gleich was. Also grafisch, ne? Feiere ich das ja richtig. So. Prost, mir. Plop, Splat, Platsch. Ihr seid auch genial, was ihr für Tonlaute schreibt. Bei mir kommt ja gar kein Alert, wenn du was trinken sollst. Nö, fürs Trinken kriegst du auch keinen Alert. Das ist ja Kanalpunkte. Stell mal vor, ich müsste krieg für jeden Kanalpunkt kommt ploppt ein Alert. Dann hören wir ja gar nichts mehr. Nee, den Alert gibt es nur halt für Bits oder Follow oder Subs. Bisher. Ja. Ich muss immer nach rechts gucken, zu gucken, ob da jemand guckt. Ich glaube, das war Dark Pictures, Man of Medan. Ach so, ja, Man of Medan. Alle Taubtanne übergossen, genau. Ja, das kenne ich, das Spiel. Das spielt mir am besten auch zu zweit, glaube ich. Kann ich da rein? Nee. Ist das toll, die Grafik. Man of Medan gibt es schon lange. Ich glaube, 2019 habe ich das auf der Gamescom gespielt. Und dieses Jahr ist, glaube ich, der zweite Teil rausgekommen. Dori, wie heißt das nochmal? Das mit dem Hexendorf. Ein Vogel, Mensch. Little Hope, genau. Hey, Piepmatz. Was hat er denn da? Was hat er denn hier rumgepopelt? Nein, nicht ins Dunkel springen. Jui! Schuhe werfen. Das hat dieses Spiel echt nur mit den Schuhen, ne? Merkwürdig. Sind das Leichenteile? Ich weiß es nicht. Das sind aber gerade nur Schuhe. Ich sehe da doch eine Falle. Ganz ehrlich, schaut mal. Ich sehe da doch eine Falle. Oh, Emerald. Aber schön, dass du da warst. Vielleicht sieht man sich ja wieder. So, was möchtet ihr? Möchtet ihr, der Chat entscheidet jetzt, möchtet ihr, dass ich einmal in die Pfanne laufe? Oder soll ich gleich den Schuh reinwerfen? Nein, da ist keine. Das war das, worauf die Tanne da so fröhlich rumspringt. Ja, das sind Leichenteile. Ach, das sind Leichenteile? Ja, das sind Leichenteile. Wisst? Nimm den Schuh. Nimm einen Schuh doch mit. Dann kannst du in die Falle laufen. Okay, ich werde einmal in die Falle laufen. Ne? Man wird auch alle Tote sehen. Genau, Felber. Da muss ich dir recht geben. Man wird auch alle Tote sehen. Also, hü. Alter, bin ich erschrocken. Oh, ist das ein toller Screenshot. Wie mache ich ein Foto? Das ist so ein tolles Bild gerade. Gibt es nicht irgendwie... Es hat funktioniert. Drucktaste. Nee, ich habe jetzt F12. Nee, ich habe, genau. Ja, Drucktaste, genau. Neben F12, danke. Rabe frisst tolle aus. Rabe frisst Leiche. Tolles Foto. Ja! So. Hüpf. Oh, reicht das schon? Nö. Reicht das schon? Nö. Und hopp. Böse. Sehr böse. Ich habe das, glaube ich, bei Steam umgestellt. Bei dir ist es F12. Ach so. Herzlichen Glückwunsch, Jäger hat einen Schuh gefangen. Ja.
Ihr kennt mich. Ich gucke erst nach rechts. Oh, das sieht so aus, ob da gleich... Da ist doch schon wieder eine Falle. Ich brauche einen Schuh. Ich nehme mal einen Schuh mit. Vielleicht bringt das ja was. Aber ihr wollt wahrscheinlich eh wieder alle Tode sehen, ne? Okay, ich kann ihn gar nicht so weit hochwerfen. Okay. Prost, Pequil. Ja, der ist voll cutie. Ich will ihn adoptieren. Ich möchte ihn aus diesem Wald retten. Okay. Ihr wollt doch sicherlich, dass ich da einmal reingehe, oder? Machen wir das. Wir haben die Demo-Version. Wir testen jetzt alles aus. Also werde ich da jetzt einmal reingehen. Klaro. Niemals. Au. Boah. Ihr seid Sadisten. Ihr seid alles Sadisten. Okay. Schnucki, aufwachen. Wie nennen wir ihn eigentlich? Wir wissen noch gar nicht, wie er heißt, ne? So. Hier längs. Die ist schon zu. Auch kein gutes Zeichen, dass die schon zu ist. Die ist auch zu. Da ist ein Stock drin. Okay. Egal, wie er heißt, jetzt ist er kastriert. Tütenjung. Bärenfallen sind doch relativ unangenehm. Ich glaube auch. Aber schön, Carina, dass du noch da bist. Kann ich den da rausziehen? Geil. Ich habe einen Stock. Ach, den kann ich werfen, ne? Holla, die Waldfee. Ho. Wir haben so viel Rufus gesehen, da wird man zwangsläufig sadistisch. Oh, ist das cool gemacht, oder? Alter, ich feiere das so sehr. Oh. Nee, bei mir ist auch F12, habe ich gerade festgestellt. Also ganz ehrlich, Phasma finde ich schlimmer. Gruselig finde ich das gerade nicht. Nee, also das Gute bei Little Nightmares ist halt, wenn du als Zuschauer zuschaust, ist es nicht gruselig. Spiel es selber, dann ist es gruselig, weil du nicht weißt, was kommt. Aber freue mich, dass du noch hier bist. Ah, ah. Wieso gibt es hier einen Stock? Mensch, das wird einen Grund haben. Das wird bestimmt einen Grund haben. Ich war es nicht. Das muss beim Zuschauen auch nicht gruselig, bis der Geist dir persönlich ins Ohr haut. Ja. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Nee, warum liegt hier eigentlich ein Stock und warum liegen hier so viele Blätter? Ah. Oh, was ist das denn? Das ist ein Grafikfehler. Hm. Das war der Grund, ja. Mensch. Harvey hatte schon lange den ganzen Wald abgefangen. Warum habe ich eine Tütenmaske auch? Ich weiß auch nicht. Whee. Oh, schaut mal. Da liegt genauso was hier rum wie hier. Lustig. Geil. Nee, dahin wollte ich sie gar nicht werfen. Ich wollte sie hier vorne hinwerfen, weil ich habe ein bisschen Angst, dass hier vorne noch eine ist. Vielleicht da hinten noch? Alter, ich sag doch, hier sind überall welche. Und hier vorne ist bestimmt auch noch eine. Ich wette mit dir euch. Was ist denn, wenn ich die einfach hier so ablege? Hier so? Nee, okay. Vielleicht habe ich keine mehr. Nein, nicht, nicht. Okay, hier vorne ist echt keine anscheinend. Ich nehme mal eine mit.
Mama. Yeah. Übel, übel, ey. Übel, übel. Ich frage mich, wer das hier alles so hingelegt hat. Und warum wachen wir mitten im Wald auf? Hier ist bestimmt auch noch eine. Aber da können wir doch rüberspringen, oder? Tschüss. Scheint ja wirklich jemand ein böses Bärenproblem zu haben, ja. Mama hilft mir auch nicht, ich weiß. Meine Mama wird mir da bestimmt nicht helfen. Wieso ist hier so viel Wiese? Wieso ist da nichts? Der war echt fies, ja. Hier ist so viel Wiese. Hier ist Wiese. Ich mag hier nicht längs gehen. Ich muss bestimmt wieder rennen. Wahrscheinlich. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Hier ist ein Klo. In dem Spiel ist auch mal sehr wichtig, nicht gegen Dosen zu laufen oder so, weil eventuell. Ja. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir das Haus gefunden haben, der die Bärenfallen gelegt hat? Thank you.